Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Little Nightmare. So, in der letzten Folge waren wir eingesperrt und mussten aus den Fängen des Langarms entkommen. Hat ein paar Versuche gedauert, aber wir haben es letztendlich dann doch mal irgendwann geschafft. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, wie es hier weitergeht. Ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus Leute. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch am Ende ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir heute in der Folge kommen. Also ich glaube, wir müssen hier hoch wahrscheinlich. Das ist der einzige Weg, wo es hier lang geht. Hier ist ein komischer Sack. Aha, wir müssen uns wahrscheinlich hier ranhängen. Okay, das geht nicht. Ah, okay, wir sind schon mal dran, ne? Sehr schön. Am Fleischerhaken. Okay, da oben sind schon wieder irgendwelche komischen, dicken Gestalten. Okay. Was sind das hier? Leichensäcke oder sowas? Oh, und sie hat schon wieder Hunger anscheinend. Geh zu, Mage. Oh, nicht ernsthaft jetzt. Muss ich jetzt wirklich die Ratte fressen? Naja, wenn es satt macht. Das ist halt so. Okay, schauen wir doch mal weiter. Okay, ich muss hier irgendwas mit der Tür machen. Okay, aber was? Okay. Gut. Ja, hier sind ein Haufen Blutspuren. Ich bin echt gespannt, was hinter der Tür jetzt ist. Löscht. Okay, wir wahrscheinlich den Wagen unter das Fenster schieben müssen. Okay, irgendjemand schärft hier seine Messer. Können wir hier die Karotte oder sowas auch essen? Nee, hier ist sie nicht. Oh. Okay, ich bin down. Was ist denn jetzt los? Wer jetzt gekocht oder was? Ab in den Ofen mit dir. Irgendwie sterbe ich hier alle gefühlt 5 Minuten.
Ich weiß eben nicht, hören die mich oder... Wir gehen mal ganz langsam vorbei. Geh bitte, geh, du dickes Ding. Okay, man kann anscheinend auch langsam an denen vorbeigehen. Ja, nimm deine Wurst und geh. Alter Schwede. Bin ich da unter den Tisch? Dass er nicht so lange Arme hat. Oh, ich brauche Schlüssel hier. Was ist hier los? Gehen wir hier mal hier hoch. Ah, jetzt falle ich hier noch runter. Ach, das kann doch gar nicht sein. Nein! Okay, ich denke mal, dass ich da oben lang muss. Weil ich habe ja noch keinen Schlüssel oder sowas gesehen. Oh, gut. Starten wir gleich hier, optimal. Allerdings hat er nicht so lange Arme wie die anderen. Der hat mir nämlich gleich geschnappt. Oh, da unten ist auch noch einer. Den hätte ich eigentlich, habe ich doch schon befreit. Können wir hier oben was machen? Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal... Fahren wir wieder runter, oder was? Waren wir hier schon? Oh nee, hier waren wir ja schon! Sind wir wieder hier? Thank you.
Ah, ich hätte normalerweise den komischen kleinen Nightmare dann noch befreien können. Aber, ach, die lassen wir jetzt. Okay, hier schläft einer. Okay, schauen wir nochmal hoch. Ah, da ist der Schlüssel. Ah, okay. Das heißt, ich muss wahrscheinlich sowieso wieder runter. Weil ich ja mit dem Schlüssel da nicht hochkomme. Am besten wäre jetzt, wenn er hier nochmal reingeht in den Raum. Stecken wir uns mal kurz. Wahrscheinlich, wenn es hier rausgeht, sieht er mich.
Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, Leute, aber... Aber ich glaube, wir haben okay. Hier scheint es aber auch nicht weiter zu gehen. Vielleicht war es nur für die Puppe oder so? Wieder runter. Okay, kommen wir nicht hoch? Nein, ich denke mal, wir müssen schwingen. Okay. Okay. Wie komme ich hier hoch? Ah, jetzt warte mal. Schon kapiert. Muss da anscheinend irgendwie Fleisch drauflegen oder so. Die oben an der Klappe. Genau, ein großes Fleischstück. Dann können wir mehr Würste machen. Und dann ist die Wurst bestimmt so lange, dass wir rüberschwingen können. So. Dann probieren wir es nochmal. Geht da bloß eine Wurst raus, oder was? Da kommen wir ja niemals hoch.
Okay, dann müssen wir nochmal eine Wurst irgendwie reinlegen. Eine Wurst, eine Bockwurst. Das Problem ist, hier ist kein Fleisch mehr. Alles klar. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir haben den Abstand nicht gut gemeistert, bloß einmal gestorben. Und ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge dann, wie es weitergeht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn ihr ein bisschen Spaß an dem Projekt habt und euch das gefällt, was ihr seht, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ihr wisst ja, Leute, Support ist kein Mord. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Reingehauen. Ciao, ciao. Euer Andi.